Ist genau gesagt Doris Müller ein Experte für Rheinland-Pfalz. Das ist nämlich Uwe Junge. Er war der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl und er ist jetzt als Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz und er ist jetzt Fraktionsvorsitzender im Landtag zu Mainz. Voraussichtlich mit dem Datum 18.05. Weil dann zum ersten Mal der Landtag sich trifft, sich erst konstituiert und dann werden Sie mutmaßlich gewählt werden. So, wir haben jetzt Ihre beiden Vorsitzenden gehört. Was war denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste an den Reden dieser beiden Menschen? Also es war ganz sicher von beiden eine sehr programmatische Rede, eine Rede, die jetzt genau zu diesem Parteitag passt. Wo wollen wir hin? Was ist unsere Absicht? Und ich sehe bei Jörg Meuthen das, was wir gemeinsam auch schon immer wieder besprochen haben. Dieser Parteitag muss ein Programm generieren, das strategisch ist, das klar verständlich ist und eine gute Durchhaltefähigkeit hat. Ich denke, das hat er klar zum Ausdruck gebracht, aber er hat auch klar politische Akzente gesetzt gegenüber dem politischen Gegner. Ja, wo wollen Sie denn hin? Vielleicht können wir mal so zwei, drei Punkte aus dem Grundsatzprogramm, was jetzt auf dem Tisch liegt, was ja jetzt diskutiert und dann wahrscheinlich beschlossen wird, rausnehmen. Nehmen wir zum Beispiel Sozialpolitik. Ist ja jedenfalls aus meiner Sicht relativ neu, dieses Feld, oder ist nicht in der Öffentlichkeit so viel diskutiert? Was sind da für Sie die wichtigsten Akzente? Also ich denke, der wichtigste Punkt ist, dass wir auf diesem Parteitag auch deutlich machen, dass wir natürlich Sozialpolitik betreiben wollen, dass wir keine Partei sind, die der sozialen Kälte, sondern dass wir sehr deutlich sagen, dass wir über ein gerechtes Steuersystem auch in der Lage sind, die sozialen Verpflichtungen, die dieses Land hat, gegenüber den Schwachen und denen, die unterstützt werden müssen, auch weiterhin erhalten müssen, und zwar dauerhaft. Und das ist das Entscheidende. Vielleicht können wir das Ganze mal ein bisschen runterdeklinieren auf Landespolitik. Sie sind ja angetreten im Wahlkampf für die AfD mit großem Erfolg eingezogen. Übrigens, wie viel Sitze haben Sie im Landtag? 14. 14 Sitze. Das muss ja jetzt in Zukunft auch mit Inhalten gefüllt werden. Was heißt denn das konkret zum Beispiel? Infrastruktur war ja im Wahlkampf großes Thema in Rheinland-Pfalz. Wie gehen Sie da vor? Was fordern Sie da? Also wir haben zunächst mal 12, über einen langen Zeitraum, 12 wichtige Handlungsfelder in Rheinland-Pfalz definiert. Dazu gehört an erster Stelle die direkte Demokratie. Wir haben in Rheinland-Pfalz in der Tat die Möglichkeit, Volksbegehren, Volksabstimmungen durchzuführen. Die Quoren sind aber so extrem hoch, dass es zwar de jure möglich ist, de facto nicht. Das wird einer der ersten Anträge sein, wo wir sagen, hier wollen wir die Quoren deutlich runter senken, damit wir die Bevölkerung und den Wähler unmittelbar beteiligen können. Das ist sicherlich ein Punkt. Infrastruktur, natürlich, ganz wichtiger Punkt. Da sind wir mit dem Koalitionsvertrag insofern einverstanden, als dass wir sagen, jawohl, Mittelrheinbrücke, Schließung der A1, Lückenschluss der A1, um den Wirtschaftsraum Eifel besser anbinden zu können. Und dann haben wir natürlich innere Sicherheit. Die Situation der Polizei in Rheinland-Pfalz ist extrem schlecht. Da ist nachzubessern und da werden wir sicherlich unsere Anträge stellen. Ich sage jetzt mal, haben andere Parteien auch auf der Agenda diese Position, die Sie gerade genannt haben? Was ist denn das exklusive AfD in Rheinland-Pfalz? Wo ist denn da, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, ja, das ist exklusiv AfD? Also exklusiv sicher das, was ich schon angesprochen habe, direkte Demokratie. Ja? Da reden alle drüber, aber keiner tut es. Und ich denke, wir müssen diese Angst davor, das ist ja jetzt auch noch mal in der Diskussion bei der Abstimmung in den Niederlanden noch mal deutlich geworden, dass offensichtlich die etablierten Parteien vor Volksabstimmungen und Volksbegehren eine gewisse Angst haben. Das heißt nicht, dass wir die Demokratie oder die parlamentarische Demokratie abschaffen wollen, aber wir wollen sie ergänzen durch eine direkte Demokratie. Ich denke, das ist auch im Sinne der Bürger. Familienpolitik ist ein weiteres Stichwort, was jedenfalls hier auf diesem Parteitag besprochen und womöglich auch beschlossen werden soll. Die AfD will andere Akzente im Hinblick auf die Förderung, ich sage jetzt mal der klassischen traditionellen Familie, Vater, Mutter, Kinder und so weiter. Aber auch das wiederum gefragt, Herr Junge, was heißt denn das konkret runterdekliniert auf Landespolitik? Na gut, da müssen wir natürlich schon einmal reinschauen, was für Möglichkeiten haben wir denn. Wir können durchaus damit leben, dass wir eine Art der Unterstützung der Familie, die parallel ist, die eine Wählbarkeit möglich macht. Sprechen hier über das Landesbetreuungsgeld zum Beispiel. Das wäre ja eine Sache, die in anderen Ländern nicht umgesetzt worden ist. Frau Klöckner hat das mal als Möglichkeit angesprochen im Wahlkampf. Da haben wir sicherlich Parallelen. Und wir denken, dass junge Familien eine Wählbarkeit haben müssen zwischen Kita-Platz und Berufstätigkeit, aber durchaus auch sich dazu zu entscheiden, zu Hause zu bleiben.
Und ich denke, das ist das gute Recht einer jeden Mutter zu sagen, ich kümmere mich um meine Kinder. Das ist mir wichtig und dafür nicht geächtet wird. Das gute Recht von uns Medien ist, das zu fragen, was wir fragen wollen, auch wenn es der Vorsitzenden nicht passt. Das ist dieses ewige Thema, wie Frauke Petri sagt, Rechtsruck oder Frage des Rechtsrucks der AfD. Das scheint Sie ja auch im Vorfeld dieses Parteitages beschäftigt zu haben. Haben Sie auch Sorge, dass Teile der Partei sich nach rechts orientieren, wie Ihr saarländischer Landesverband? Also muss man erstmal abwarten, was nun wirklich jetzt in Bezug auf den saarländischen Landesverband passiert. Ich möchte mich auch nicht zu äußern, weil das ist der saarländische Landesverband. Aber ja, man muss schon aufpassen, dass die AfD auch durch einen sehr, sehr starken Mitgliederzuwachs hier nicht in die Gefahr gerät, das ein oder andere Mitglied aufzunehmen, das bei uns nicht zu suchen hat. Das machen wir sehr konsequent in Rheinland-Pfalz, durch das jedes neue Mitglied, das zunächst mal den Antrag stellt, wir durch persönliche Gespräche sehr wohl nachfragen, was ist denn der eigentliche Beweggrund dafür. Er auch im Aufnahmeantrag unterschreiben muss dafür, dass er keiner rechtsextremen oder rechten Partei angehört hat. Und wir darüber hinaus noch die Unvereinbarkeitsliste, die es ja bundesweit gibt, für Rheinland-Pfalz noch erweitern wollen. Ja. Vielen Dank, Uwe Junge, das war der Landesvorsitzende der AfD.